mein Herr wünscht eurem Volk Geld. Genau, also ja, allgemein ohne Kavallerie oder schnelle Einheiten ist das eine Katastrophe. Also, geht nicht. Also es sei denn, man schafft die komplette Einkesselung. Aber naja. Genau. Ah, was du noch verpasst hast, zwei von unseren Generälen, also einmal der da von den 3000 und einmal die Fanboys Athens sind beide gestorben. Die waren beide sehr hoch. Ein bisschen schade. Aber ja, die sterben ja immer. Dann, wenn es am meisten Spaß macht, sterben sie. Was machen wir hier? Ja, Bewegungsreichweite und Angriffsbonus ist immer gut. Die sind Fullstack. Wir könnten hier die Lusitaner mal angreifen. Ich habe hier eine Flotte. Ja, moin. Du kommst mal raus. Hier in Richtung die und du gehst da rein. Und ihr... Was? Der Wüste? Die alten Männer der Wüste. Ah, das ist ein sehr, sehr beeindruckender Name für ein... für eine Armee. Also... Ja. Also das ist sehr angsteinflößend, würde ich sagen. Schon wieder kein Geld. Gut, dann verfolgen wir mal die hier. Also Kleinasien haben wir ja kein Problem. War endlich. So, das... Genauigkeit der Prognose niedrig. Wieso? Warte mal, 81%. Knapper Sieg, entscheidender Sieg. Also, der kann nicht gewinnen. Du gehst mal hier hin. Und dann das da in der nächsten Runde. Nein, du bekommst nichts, weil du nicht aus meiner Familie stammst. Das ist so Familienpolitik hier. Tut mir leid. Du gehst mal. Ja, nee, du bleibst da. Minus 4 öffentliche Ordnung ist natürlich nicht ganz so gut. Minus 4, minus 4, minus 4. Dann mache ich. Minus 4 Nahrung. Hier muss ich irgendwas tun, damit die öffentliche Ordnung wieder gepusht wird. Oder wer ist denn das eigentlich? Getula. Die Getula haben wir nur noch hier eine Einheit, einen Rückzugsort, sag ich mal. Hört meinen Bauch gerade. Okay. Ich muss dich pupsen. Nee, Spaß. Wie alt bist du denn? Du bist ja auch schon Level 10, oder? Du bist auch schon 67. Eieiei. Dann bekommst du das mal weg. Weil, also, wenn man die hier auswählt und die eben sterben, nehmen sie die mit. Also, ruhig dann, ja, wenn sie 50 sind, 60 sind, ruhig wegnehmen. Minus 8 Nahrung. Wir haben 25 Nahrung. Das ist nicht viel. Die soeben. Die kommen soeben hier rein. Das ist nicht gut. Hier habe ich keine Armee. Wo ist Massilia? Massilia ist hier. Also keine Sorge, die leben noch.
Aber das da ist ein kleines Problem. Das ist ein kleines, klitzekleines Problem. Dann hole ich mal die Fanboys von Athen hier rüber. Die brauchen 3 Runden. Ja, mei. Ich habe Hopliten, Pikiniere und Jugendliche. Ne, das kann ich vergessen. So, ich habe mich da gerade aufgekratzt. Das ist nicht so geil und es blutet jetzt. Na egal. So, da war ein alter Stich da unten. Mein Herr wünscht eurem Volk Geld zu geben. Ja, schön, aber ohne Frieden. Genau, ich passe sehr gut auf die Kleinen auf. Also Masega habe ich jetzt, glaube ich, insgesamt schon fast 10.000 Gold gegeben. Also mindestens 6.000. Nein. Der hat schon wieder meinen General gekickt. Ich glaube es ja nicht. Fanny, wer war das gerade? Wer hat gerade meinen General gekickt? Ich. Also die Agenten, die werde ich auf jeden Fall nicht vermissen. Nightmare. Ja, die haben mein General getötet schon wieder. Sezession. Hä? Ach ja, cool. Wisst ihr, was jetzt richtig, richtig... Oh, das... Sowas macht mich ein bisschen aggressiv. Und zwar... Wir haben letzte Runde, also das ist letzte Runde. Letzte Runde ist das ja. Das sind ja meine beiden Knechis hier gestorben. Alles gut, das passiert. Und dann habe ich ja sie eben ersetzt. Ich hatte keine eigenen Charaktere mehr. Also aus meiner eigenen Familie hatte ich nicht mehr. Und genau, dann habe ich ja mir welche angeheiratet, hab die eben ersetzt. Aus dem Grund, weil eben, wenn jetzt Generäle in der anderen Politikfraktion eben eine Sezession oder einen Bürgerkrieg starten, übernehmen sie ja die ganze Armee. Und hier waren 2 blaue drin und in die habe ich ersetzt. Ich habe geschaut, wie viel Prozent Sezession war und es waren 11%. Und beide waren, glaube ich, nicht niedriger als minus 20, soweit ich mich erinnern kann. Sonst hätte ich ja Loyalität sichern gemacht. Und jetzt sagt er, dass es trotzdem zum Bürgerkrieg kam. Das ist nicht gerade logisch. Vor allen Dingen jetzt habe ich hier keine Armee mehr. Ah, Mann. Haben Pergamon und Pontos Krieg? Nee, die sind Verbündete. Ach, ist das jetzt nervig? Das ist jetzt mega nervig. Danke, dass du mir weniger wegnimmst. weil die Stadt Pergamon gehört Pontus, ja. Ich weiß, das ist auch ultra witzig. Warte, ich zeige es dir gleich, das habe ich am Anfang gezeigt. Das ist so witzig. Weil
Pergamon hat halt hier eine Stadt und dann hier ein Riesenreich. Ist so dämlich. Genau, und Pontos und Pergamon sind Dudes. Dudes und Dudins. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Also, die. Ah, genau, ich wollte ja schauen, wer mir jetzt meinen General platt gemacht haben. Die Abholer. Die Blöden. Genau. Das wird noch zum Problem. Die da werden noch zum Problem. Also, die werden halt zum. Okay, die werden halt mächtig zum Problem, wenn die jetzt nach unten gehen. Also meine Armee steht hier, ist nächste Runde da und übernächste Runde da. Wenn die jetzt nach unten gehen, würden sie, bis ich sie einhole, würden sie, ja, also auf jeden Fall die zwei können sie erobern, die, also Rom könnten sie nicht erobern, die ist zu stark befestigt. Oder sie gehen hier rum. Dann habe ich ein großes Problem. So, sollten sie das machen, würde ich halt noch eine Armee ausheben. Aber. Ja. Du gehst jetzt mal. Zum Glück ist bei mir der Wohlstand ziemlich groß. Dadurch kann ich. Dadurch kann ich sehr weit laufen. So, Getula jetzt, wie sieht's denn aus? Ja, kann ich besetzen. So, 4500 ist halt richtig teuer. Forschung. Du gehst mal Richtung Süden. Und du kümmerst dich mal um den. Bisschen Fehlleitung machen. Was machst du? Ach du. Ja. Du hast ja schon den Abtrünnigen ein bisschen. Bisschen gestutzt. Warte, nee. Dann verbessere ich lieber die, weil die. Oh, die haben schon. Okay. Ja, wobei, dann verbessere ich besser die. Das kostet 4200. Die brauchen das nicht. So. Alter, die sind halt schon Gold 3. Also Rang 9. Boah. Das ist halt richtig heftig. Weißt du, Athen ist mit weiteren tollen Leuten verbündet, die vielleicht als Verbündete interessant wären. Athen, was machst denn du? Ja, also bis jetzt ist Athen eher so passiv dabei. Genau. Und das beides defensiv Verbündete. Das Ding wäre, deswegen bin ich ganz froh, dass Pergamon und Pontos nicht gegeneinander kämpfen, weil beides sind defensiv Verbündete von mir. Dann hätte ich jetzt schon verloren, ne? Nicht. Das ist halt ja, das ist halt das große Problem bei der Sache. Oder halt die Schwierigkeit. Also ich glaube, das ist eigentlich die einzige Schwierigkeit hier bei der Challenge. Ach, die beiden kann ich noch machen. Gut.
Okay. Ressourcen verloren, Blei und nochmal Glas da oben. Ne, da, da hinten, okay. Siedlung, Provinz unter Kontrolle. Ich habe ein paar Sachen gewonnen, oh, das ist ganz gut. Okay, nächste Runde oder nächstes Level kann sie schon Attentat machen. Das ist gut. Herr Spartas Furz hat was bekommen. Das ist gut. Die 3000 haben was bekommen. Oder der General, den habe ich jetzt Geheimaktion, genau. Den habe ich jetzt zum Strategen auserwählt. Und nächste Runde. Pontos juckt ja keinen. Ja, aber dann, trotzdem muss ich mich auf eine Seite schlagen. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Gut. Also, das werde ich kämpfen, weil ich glaube, da haben wir gute Chancen. Wir haben zwar Kavallerie, aber die kann ich ja nicht einsetzen. Beziehungsweise, das ist Fernkampfkavallerie, das geht schon. Oh, die greifen bei Nacht an. Nacht und Nebel. Okay. Also hier habe ich ja schon ein paar. So, General. General. als du mir gesagt hast, wie Makedonien. Was? Als du mir gesagt hast, wie Makedonien. Wurden die als feste Verbündete entfernt? Was? I don't get the sentence. Die Frage hier ist, wie stelle ich mich auf? Ich könnte mich wieder hier aufstellen und da. Ich glaube, das mache ich. Einmal hier. Und einmal da. Einmal hier, einmal da. So. Also hier kommt auf jeden Fall niemand durch. Die Hopliten kommen nochmal hier hin. So. Die Hopliten, ja, mache ich mal ein bisschen kleiner. Dieses Haus. Wie ihr befehlt. Ja, genau so wollte ich's. Wir erwarten eure Befehle. Dann warte. Auszeit. So. So, und jetzt bitte. Ja, Kommandant, bereit. So. Ja, so geht es schon. So, die sind einmal hier, die sind einmal da, das ist wunderbar. Wer ist noch frei? Die beiden Jugendlichen. Die passen einmal hier auf und die passen einmal da auf. Damit niemand von hinten rein sneaken kann. Und die Pferde, die sind mal hier. Der wird 100% wieder die Pferde jagen wollen. Das macht er ja meistens. Aber ja, ich denke, die können wir sichern. Sicher! Sicher, Digga. So. So, mal ein bisschen hinter. Bisschen hinter. Bisschen vor und bisschen vor. Und Vorsprung. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass er hier nicht hingeht. Alter, es ist halt. Okay,
Ich dachte schon, der geht schon wieder auf meine Pferde drauf. Okay, das ist alles in Ordnung. Unser General wird angegriffen. Alles fein. Speerwall. Dreiecksformation. Das ist eine römische Formation. Rein theoretisch. Aber ja, da rege ich mich jedes Mal drüber auf. Beziehungsweise ich rege mich gar nicht auf. Ich rege mich nicht auf. Ich rege mich nicht auf. So. Schön, dass er nur auf die Pikiniere geht. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir gar nicht, dass er jetzt nach da geht. Ja, der geht mal dahin. Die mögen euch irgendwie nicht. Blendler und Mordus mache ich mal an, falls ich irgendwie nicht sehe, dass die angegriffen werden. Das ist ziemlich komisch, dass der Botscha oder die Kundschaft da, die Blendler Einheiten angegriffen haben. Also Nahkampfangriff gestartet haben. Was machen die hier? Was machen die hier? Warte, ich tu mal die gerade ein bisschen vor, weil die schießen gerade nur darauf und das brauche ich ja nicht. Ich spule mal ein bisschen vor. Also der stellt sich jetzt irgendwie hier auf. Eventuell will er jetzt meine Kavallerie jagen mit Fußsoldaten, was echt lustig ist. Und ich glaube, ich charge mal hier rein. Weil gegen Steinschleuder sollten eigentlich keine sterben. Die nerven gerade ein bisschen. So. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe ohne Tode. Hä? Also ich habe gerade die ganze Zeit R gedrückt, aber der wollte das nicht. Ja, lauf weg. So. Was ist hier? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, da sollte doch mal sterben hier. So schön. Da kann ich nicht reinchargen, da leider auch nicht. Ja, passt so, ne? Also an sich würde ich sagen, wartet, in die können wir jetzt noch aufräumen. Die wehren sich ja nicht mehr. Okay, jetzt kommt die Verstärkung leider von hier. Das ist nicht ganz so gut. Tobi fühlt es sich nicht gut an, deinen treuen Freund Athen nicht getötet zu haben. Ja, total. Also ich meine, wenn man Athen einnimmt, hat man ja gar keine Vorteile, wie zum Beispiel einen Handelshafen oder so.
Also ja, das fühlt sich spitze an. Also wenn man keinen Handelshafen hat, dann hat man sehr große Verluste, sagen wir mal so. Beziehungsweise dann dann ja, dann ist halt dann geht ein sehr viel Gold durch die Lappen. Achso, die haben schon keine Munition mehr. Ach, ihr seid auch mal fertig, ihr guten Männer. Ja, ich warte mal, ne? Wieso stellt ihr euch jetzt so auf? Das macht viel Sinn. Nicht. Ich bin mal gespannt, wie viel die Pikniere töten. Also an sich glaube ich, so 500 würde ich schätzen. Also nicht ganz so viele. Ich wollte gerade mit der Kavallerie von hinten hier reinschießen. Steinschleuderer! Jugendliche! Schnelles Marschieren! Das ist gerade jetzt nicht ganz so gut. Das ist jetzt nicht ganz so gut, dass die da angreifen. Schnell in Sicherheit bringen. Ich schicke die mal ganz weg. Gut. Wohin laufen die eigentlich? Also ich hätte größere Probleme gehabt, wenn er die germanischen Jugendlichen eingesetzt hätte. Aber das hat er nicht. Das hat er nicht. Der ist jetzt echt auf Jagd auf meine Kavallerie, die armen Pferde. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und die gehen mal weg. Könnt ihr die mal bitte erschießen jetzt?
Die machen halt super viel Schaden. Ach, danke. Finally. So gut, hier sind auch beide fertig. Super. Super, super, super. Schreib mal an. Aber ja, jetzt ist die Armee auch kein Problem mehr, ne? Jetzt ist die Fullstack-Armee von ihm auch kein Problem. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Geh mal hier hin. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Was macht der eigentlich? Hier, ich muss eigentlich nur meine Base wieder zurück erobern, dann kommt er auch freiwillig wieder. So, erschöpft und erschöpft. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, jetzt kommt er wieder. Und ich hätte ich auch warten können, ne? Aber das hätte jetzt zu lang gedauert. Oder das dauert eigentlich schon zu lang. Alter, fast 40 Minuten jetzt. Boah. Das Problem ist, ich kann mit dem nicht außen rum gehen, weil erstens dauert es zu lange, falls die durchbrechen, und zweitens, die sind halt schon super erschöpft. Mega Problem. Ich hol mal meine Kavallerie wieder. Nur für den Fall. Oh, schöner Mond. Bisschen verpixelt. Ja, das ist praktisch, dass die sich nicht wehren hier. Ausgeklingender Kampf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Kacke. Das war schlecht. Ach
ja, jetzt macht mal hinne. Oh, tut mir leid, dass es gerade so lang dauert. Das ist halt problematisch, wenn man so eine winzig kleine Armee hat, aber dann halt trotzdem gewinnen will. So, ja, das haben wir auch gleich. Das ist ganz gut. Dann gehe ich mal hier hin und fange an. Okay, gut. Ach, endlich. Meine Güte. 600 und 700, ja. Jetzt durch die zweiten. Oh Gott. Ja, mit der Kavallerie hätten wir sehr viel früher gewonnen, weil immer so reinchargen raus, das untergräbt halt die Moral von denen enorm.